Tai Chi Nummer 5. Der Kranich breitet die Flügel aus. Wir stehen diagonal in der Abwehrstellung nach dem Ende der 4. Dann geht die Hüfte ein bisschen nach links, schiebt die rechte Hand über die linke. Wir breiten die Flügel aus. Am Ende, wenn es nicht weiter geht, dreht die linke Hand. Linke steigt, rechte fällt. Wir nehmen den Ball, drehen uns 180 Grad um. Und